So, da sind wir wieder bei Heavy Traders. Was stand heute an? Was steht heute an? Ja, wir hatten heute den IFO. Naja, okay, ist ein bisschen schlechter ausgefallen. Aber ist auch ein Non-Event. Wichtiger ist das Event in Jackson Hole, beziehungsweise virtuell findet das so statt. Die Fed tagt da mehrere Tage, hier so ein Symposium, wie auch immer. Freitag sollen da erste Ergebnisse rauskommen. Vielleicht sickert auch schon zwischendurch was durch, was die Märkte bewegen könnte, weil wir verharren tatsächlich auf Allzeithochniveau im Nasdaq 100, den schauen wir uns gleich an. Dann Dow Jones hängt noch ein bisschen hinterher, aber auch in der Nähe von den Allzeithochs. Der DAX tut sich natürlich schwer an der 16.000er Marke, auch noch immer circa 100 Punkte entfernt davon. Alles wartet auf Godot irgendwie. Ja, scheint so zu sein. Dafür der S&P 500 auch neues Allzeithochniveau. Ja, schalten wir gleich mal in die Charts hinein. Hier sieht man es, Nasdaq 100. Herzlichen Glückwunsch, ne? 15.378 Punkte, Wahnsinn. Wir hatten gerade auch diesen Schub erst vor zwei Tagen am 23. August auf ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 hat das auch ebenso mitgemacht. Ja, der DAX, wie gesagt, der zögert da so noch ein bisschen. Gut, Nasdaq 100 sieht auf jeden Fall weiterhin gut aus. Wir sind auch über diese 15.100er Marke deutlich drüber gerauscht, im wahrsten Sinne des Wortes, erst vor zwei Tagen. Gut, müsste man halt erstmal Richtung Norden weiter ausbauen. Mal sehen, ob wir das überhaupt halten können. Ich denke mal tatsächlich, wenn dieses Fed-Symposium da irgendwelche Geschichten da durchsickern lässt hinsichtlich des Tapering, des Anleihekaufprogramms, was da möglicherweise ja noch dieses Jahr zurückgefahren wird oder zumindest ein bisschen, das könnte auf jeden Fall mal ein paar Signale auf der Unterseite geben, ne? Also, wir werden sehen, Nasdaq 100 trotzdem super stark. Ja, wir zeigen trotzdem den Nasdaq, weil ja, wir kommen jetzt zum Zertifikate-Trade des Tages, ja, was wir natürlich auf die Watchlist dann packen werden. Weitere Details nochmal, natürlich der Hinweis um 14.15 Uhr unserer Zertifikate-Trade des Tages-Sendung. Ja, die Schneeflocke, Snowflake, ja, ist ja noch nicht so lang an der Börse, seit September letzten Jahres, Berg- und Talfahrt. Tatsächlich hatten wir hier ein Allzeittief gesetzt, im Mai diesen Jahres, haben wir uns auch einigermaßen gut berappelt. Ja, schön im, seit dieser V-förmigen Erholung, ja, ganz gut im Aufwärtstrend hier unterwegs. Ja, warum die Snowflake? Also interessanterweise, bevor ich das gleich erwähne, ist, dass wir vor zwei Tagen, wir hatten so einen Gap-Down und einen massiven Dipper nach unten, was dann wieder so Intraday-mäßig hochgezogen wurde. Also das Intraday-Reversal haben wir hier gesehen, das sieht man hier. Ja, sieht so aus wie so ein, ja, riesenlange Lunte nach unten, so ein Hangingman nennt sich das, als Kerzenchart-Formation. Ja, was war da los? Ein Analystenhaus hat sich da irgendwie zu Wort gemeldet, dass eben die Konkurrenz nicht schläft. Ach wirklich, ja. Amazon und Google haben, ist im gleichen Geschäft natürlich mit drin. Snowflake ist ja so ein Cloud-Anbieter und so Cloud-Services und so weiter. Also eigentlich ganz gut aufgestellt, fundamental und kann da ein bisschen, ja, ein bisschen die Stirn bieten gegenüber Amazon und Google. Aber trotzdem, das Analystenhaus meinte, ja, die Konkurrenz Amazon und Google Web Services oder Amazon Web Services und Google, wie auch immer das da dort heißt mit diesen Cloud-Geschichten, ja, das könnte schon Probleme bereiten der Snowflake und daher dieser Einbruch, was dann auch sofort, ja, inklusive gestern hochgezogen wurde. Wir sind ja sogar noch höher als dieses Gap da entstanden ist. Gut, also alles nur Strohfeuer nach unten, schon ärgerlich, aber wichtig ist, Snowflake bringt heute nach börslich, ja, um 22.05 Uhr müsste das sein, nach US-Börsenschluss, die Quartalszahlen. Ja. Und das wird natürlich spannend. Da sehen wir natürlich gute Chancen, dass das besser ausfällt, als die Analysten erwarten. Ja, ist natürlich ein Verlust erwartet. Hier sieht man es, ja, 15 Cent, minus 15 Cent die Aktie. Aber dadurch auch möglicherweise leicht zu schlagen. Ja, und das ist eben, was auch in, ja, im Titel hier steht, dass wir hier eine 30% Chance, nicht unbedingt in der Aktie, aber wir haben euch ja ein Zertifikat damit gebracht, wenn wir das Ganze über, ja, Dreier Hebel nehmen, das wäre dann möglicherweise ein 10% Schub drin, ja, wenn die Zahlen ganz gut ausfallen oder der Ausblick bestätigt wird, nämlich in diese Zone hier hinein oder darüber hinaus. Das wäre natürlich dann gehebelt, eben diese 30% Chance, wovon wir eben ausgehen. Ja, so viel erstmal zu den Charts. Wir haben dazu natürlich das zugehörige Zertifikat mitgebracht von Morgan Stanley mit der Wertpapierkennnummer MA6YD9. Ja, der Hebel, der variiert. Vorher war es noch 3,37, es ist 3,46. Wir werden sehen,
dann spätestens zur US-Börseneröffnung 15:30 Uhr, ob dann Snowflake sich schon vorher hier positioniert, ne, im Hinblick auf die Quartalszahlen dann nachbörslich. Aber spannender wird es wahrscheinlich tatsächlich dann mit den Quartalszahlen eben und dann morgen, wie es dann aussieht. Ja, ob wir uns dann schon vorab da positionieren, werden wir natürlich besprechen um 14:15 Uhr in unserer Sendung Zertifikate Trade des Tages. Wir packen sie auf jeden Fall schon mal auf die Watchlist, die Snowflake, und später mehr. Bleibt dran, wir sehen uns dann.